Moin Moin und hallo, heute wollen wir mal in unserem BMW 1er Modell den Luftdruck prüfen und ihn einprogrammieren ins Fahrzeug selber. Um erstens herauszufinden, was für einen Druck wir haben, das macht das Fahrzeug selber, und dann zu schauen, ob wir auch den richtigen Druck für die richtigen Reifen dieses Fahrzeugs einprogrammiert haben, müssen wir erstmal draußen anfangen. Draußen ist nämlich, sind unsere Reifen, und dort gehen wir jetzt erstmal hin zu unseren Reifen. Und an den Reifen steht dann so etwas 225/45R17. Da können auch etwas andere differenzierte Werte stehen. Das hat nämlich was mit der Breite, mit der prozentualen Höhe zu tun und mit dem Radius 17 Zoll. So, das heißt 225/45R17 Fahrzeugreifen haben wir drauf. Und es sind Matsch- und Schneereifen, das heißt es sind Winterreifen bzw. Allwetterreifen. 225/45R17. Merken oder aufschreiben. Jetzt Fahrzeug öffnen. Und wir gehen an die Seite und sehen hier 225/45R17. Da sind unsere Reifen. Oh, wenn ihr zum Beispiel 1,95er 55/17 habt, würde diese Skala hier unten gelten. Wenn ihr 18 Zoll habt, ne, die dann auch 225/45 sind, würde auch wieder diese Skala hier oben reichen. Wenn ihr aber richtig 205er oder 225/45R18 Zoll habt, würde diese Skala hier auf euch zukommen. Ergo, unsere Reifen in diesem Fall, an diesem Fahrzeug, liegen bei 225/45R17. Das ist der Reifentyp, und das ist mit der Effizienzklasse H, wie schnell man also fahren darf, M und S für Matsch und Schnee. Dann sehen wir hier dein Fahrzeug abgebildet und wir sehen da hinten eine Gruppe von Leuten, Eco oder einen Riesenhaufen von Leuten. Das bedeutet, wenn wir eine normale Standardbeladung machen, Vorderachse 2,4 bar, Hinterachse 2,2 bar. Wenn wir Eco wollen, also ökologisch fahren wollen, dann würde es heißen 2,9 bar vorne, 2,7 bar Hinterachse. Wenn wir richtig voll fett beladen sind, in Urlaub fahren, machen wir vorne 2,8, hinten 2,8. Das sind also die Einstellmöglichkeiten, die wir hier haben, die wir sozusagen eben jetzt schon mal an den Weg bringen können. Und demzufolge gehen wir jetzt auf ICO, 2,9 vorne, 2,7 hinten. Auf geht's. Das wissen wir jetzt, was wir wo reinfüllen müssen. Also gehen wir zuerst mal zur Hinterachse. 2,7 bar kommen dort rein. So, auf zur Hinterachse. An der Hinterachse angekommen. Gibt es ein Ventil an euren Reifenflanken? Diese schraubt ihr auf. Sehr schön. Guck mal, die darf nicht verloren gehen. Das ist nämlich eine Staubkappe. Dann legen wir die erstmal unten hin. Kommen wir mit unserem Messgerät. Das kann auch eins von der an der Tankstelle sein etc. Aber die Vorgehensweise die gleiche. Reindrücken, locken, zack, dass das so dann da dran ist. Und dann können wir uns angucken, anhand der Messeinheit, was wir hier haben. So, 2,65. Was hatten wir eingestellt? Wie viel sollte es sein? Wir gucken nochmal. Ich meine, 2,7 war es. Genau, 2,7 bar hinten. Ergo müssen wir hier noch ein bisschen nachpumpen. Das heißt, wir gehen jetzt hin und stellen die 2,7 bar ein. So, 2,1, 2,7. 2,7 bar eingestellt. Jetzt können wir lospumpen. So, 2,7 bar haben wir erreicht. Alles klar. Danach gehen wir hin. Zack, wieder ab damit. Und ganz wichtig, Staubkappe nehmen, draufdrehen. So, wichtig ist auch, dass ihr das, diesen Reifencontroller nicht in der Hitze macht. Das heißt, wenn ihr riesengroß gefahren seid, solltet ihr dort nicht die Kontrolle durchführen, weil dann wird nämlich das Ergebnis verfälscht, weil durch die Bewegung geht nämlich, durch die Reibung wird es nämlich heißer. Wenn es heißer wird, dehnt sich dort drinnen dann auch die Luft aus. So, nächstes Ding dran. Festklemmen. So, alles klar. Sind wir wieder dran. Jetzt gucken wir. Anmachen. Hier haben wir 2,7 bar. Jetzt gucken wir nochmal, was wir vorne reinmachen müssen.
vorne war 2,9, wie ihr seht. Das heißt also, hier haben wir vorne ein wenig zu wenig. Also reinpumpen damit. Wir programmieren jetzt die guten alten 2,9 Bar ein. Das heißt also drücken, gedrückt halten und 2,9. Damit drücken wir jetzt auf 2,9 Bar hoch. Erreicht. Jetzt wieder abkoppeln, zack, und natürlich die Staubmanschette wieder draufdrehen, nur handfest, zack. Und das gleiche, was ich jetzt hier Vorderachse, Hinterachse gezeigt habe, machen wir jetzt auf der rechten Seite genauso und dann geht es im Fahrzeug weiter. Nun sitzen wir im Fahrzeug, haben ja die Druckeinstellungen wie auf dem Symbolen selber eingestellt. Das heißt, wir können noch mal schnell gucken. Zack, wir gehen hin, um die Ecke, wupp, da haben wir sie. Zwar stehen sie auf dem Kopf, aber wir sehen 2,9 zu 2,7 hinten. So, jetzt gehen wir ins Fahrzeug. Fahrzeug wird angemacht. Wir müssen nicht starten. Es reicht, wenn wir hier das System hochfahren. Jetzt können wir uns mit dem Trackpad durch die Navigation bewegen und draufdrücken mit Auswählen. So, jetzt gehen wir näher dran. Das heißt, wir gehen jetzt auf mein Fahrzeug. Jetzt gehen wir Fahrzeugstatus. Dann haben wir hier, ja, sind wir schon drin, wie ihr seht. Ich kann aber nochmal nach links gehen, da kann man jetzt aussuchen, Reifendruck, Motorölstand, Check, Control, Servicebedarf, blablabla. Wir gehen auf Reifendruck, RDC. Dann steht da Reifendruck, Control, Aktiv, Druckwerte verändern sich bei Temperaturschwank. Und die sehen wir jetzt auch hier, 2,7 rechts hinten. Wir haben doch dort eigentlich einen anderen Wert eingefüllt, 2,6 hin, aber es ist alles nur im grünen Bereich. Ne? 0,1 Bar Unterschied ist nicht so schlimm. Vorne haben wir 2,9 drin. Das hier wird 2,8 angezeigt, aber es kann auch sein, dass jetzt die Temperatur sich verändert hat. Leichte Schwankungen sind immer drin. Aber so könnt ihr, wenn ihr dort nicht 0,5 Bar Unterschied habt, ist das nicht so tragisch. So, jetzt gehen wir auf Reifeneinstellungen. Da gucken wir uns an, was gibt es zur Auswahl. Wenn wir die Reifenauswahl zum Beispiel automatisch machen, dann klärt sozusagen der QR-Code das an der Seitenwand mit ab. Wenn wir es manuell machen, können wir auf Sommerreifen zum Beispiel gehen oder wir gehen auf Winterreifen, Ganzjahresreifen. Dann, bei beiden ist es jetzt gleich, haben wir nämlich hier die Auswahl der einzelnen Reifentypen. 17 Zoll, 18 Zoll Sonderzulassungen. Ne, das sind dann andere Reifen. Wir haben also hier 17 Zoll Reifen und das war 2,25,45. Also müssen wir die einstellen. Gut. Jetzt geht es noch darum, die Beladung einzustellen. Eco. Und so verändert sich nämlich dann, Einstellung bestätigen am Schluss noch, und so verändert sich natürlich auch der Solldruck dann hinten 2,9 Bar. Vergleichen wir nochmal mit dem, was wir gelesen haben. Hinten soll ein Solldruck von 2,9 sein. Wir schauen rauf. Hier war hinten 2,7, 2,9 vorne. Okay, 2,9 vorne, 2,7 hinten. So, das heißt, hier ist jetzt 2,9 vorne und 2,7 hinten. Das heißt, wir haben es zwar richtig eingestellt, aber der Computer irgendwie sagt uns, Solldruck vorne soll 3,1 bar sein. Das ist irgendwie ein bisschen zu viel. Das heißt, wir haben es also anhand der Tabelle des Fahrzeugs richtig eingestellt und wir sehen auch, dass unsere Drücke den Druck, den wir auch eingegeben haben, ungefähr gleich sich befindet. Wenn dort bis zu 0,5 Bar Unterschied sind, ansonsten wird dann nämlich auch hier die Lampe angeben, die dann sagt, ey Digga, du musst mal was an deinem Reifendruck tun. Also das grobe Einstellen, richtige Umdrehung, die Zollzahl der Reifen ist wichtig, dann die Breite und die Höhe. Wenn wir das einprogrammieren, wird er hier uns im grünen Bereich lassen, wie ihr das hier auch sagt oder seht. Trotzdem müsst ihr einmal im Monat, solltet ihr schon gucken, ob eure Temperaturen richtig sind. Und das macht ihr am besten bei einem kalten Reifen. Nicht vorher 400 Kilometer gefahren sein, weil dann ist der heiß.
Das solltet ihr auch nicht im Hochsommer machen. Natürlich müsst ihr es im Hochsommer machen, im Sommer solltet ihr auch checken, aber vielleicht nicht, wenn gerade 60 Grad draußen sind. Macht so eine normale Standardtemperatur, wenn es so 20 Grad sind, sprich Morgenstunden, Abendstunden und wenn ihr nicht schon 400 Kilometer gefahren seid. Ansonsten müsstet ihr dort ein paar, das ist so 0,2 Bar, abziehen, denn dann ist euer Reifen natürlich heißer. Ne, weil die Duft da drinnen dehnt sich mal aus und zieht sich zusammen, wenn es kalt wird. So, also ihr seht, ihr müsst nicht explizit hier bei dem Fahrzeug die Tire Pressure Monitoring System neu anlernen. Das ist nicht vonnöten. Der zeigt euch hier in fast Echtzeit an, was für Reifendrücke ihr gerade fahrt. Und ihr könnt sogar einstellen, wie oder was ihr für Drücke fahren solltet. Und ihr seht auch hier, der Solldruck vorne soll 3,1 bar sein, obwohl er von unserer Tabelle abweicht. Und der ergibt uns jetzt keine Bedenknis heraus. Das ist erst, wenn höhere Anzahlen an Druckverminderung dort passiert. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun, sun.